Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um einen Umbau eines Lenkrads. In dem Fall haben wir ein etwas modernes Lenkrad hier eingebaut. Das Fahrzeug ist aus 2015 und bei den G-Klassen, egal welches Baujahr, bis zum neuen Modell ist immer das gleiche Lenkrad eingebaut. Und zwar dieses hier, werdet ihr gleich sehen. Das Lenkrad wurde seit 2008, ist es bei verschiedenen Mercedes-Modellen einfach verbaut und ich finde, es passt nicht in die Optik dieses Fahrzeugs. Das ist natürlich Geschmackssache. Deswegen haben wir in dem Fahrzeug ein anderes Lenkrad nachgerüstet. Das Lenkrad, was wir hier nachgerüstet haben, ist technisch vollkommen mit dem Fahrzeug kompatibel. Das heißt, es wird bei Fahrzeugen verwendet, die die gleiche Technik haben wie hier, gleiche Airbag-Technik. Die Tasten funktionieren genauso, wie die hier auch funktioniert haben. Ihr seht auch, das Tastendesign ist gleich geblieben. Das heißt, wir haben hier die Pfeile, wir haben hier weiter die Pfeile, wir haben hier zum Beispiel die ganze Steuerung für Telefon, laut, leise, haben wir hier genauso. Es müssen einige Programmierung und Umbaumaßnahmen gemacht werden, damit das Lenkrad funktioniert. Jedoch bleibt das Fahrzeug natürlich identisch. Das heißt, ihr könnt damit zu Mercedes fahren. Mercedes kann Updates machen, Kodierungen durchführen. Die können im Endeffekt alles machen, wie, was sie auch vorher gemacht haben. Alles, was hier umgebaut wird, ist von der Technik genauso, wie das bei Mercedes auch vorgesehen ist. Da sind irgendwelche keine Zubehörsachen eingebaut. Das heißt, man braucht sich keine Sorgen machen wegen irgendwelchen sicherheitsrelevanten Teilen. Vor allem auch der Airbag ist genau technisch der gleiche Airbag wie hier, nur ist es halt eine etwas andere Optik. Man kann natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel Interesse habt an einer Lenkradheizung, könnte man auch das Lenkrad, was ihr hier habt, auch einfach umbauen auf Lenkradheizung. In dem Fall haben wir ein anderes Lenkrad eingebaut, plus wir haben eine Lenkradheizung nachgerüstet. Hier sieht man zum Beispiel, die Lenkradheizung wird hier über gesteuert und das Lenkrad halt wird warm. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Option, so ein Lenkrad ohne Lenkradheizung oder mit Lenkradheizung oder zum Beispiel so ein Lenkrad mit Lenkradheizung. Es werden noch einige Videos zu diesem Fahrzeug kommen, was man halt machen kann. Wir werden auch bei dem Fahrzeug ein Lenkrad verbauen aus der ganz neuen G-Klasse, aus der sozusagen mit der ganz, ganz neuen Optik. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns am besten eine Mail mit einer Fahrgestellnummer und dann können wir euch verschiedene Sachen für dieses Fahrzeug anbieten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.